Hey Leute, was geht ab? Euer Pixelreiter ist am Start und vorgestern gab es ja schon eine Mini-Tin-Dose und heute habe ich nicht nur eine, sondern zwei Mini-Tin-Dosen der Topps Magitex Extra-Serie der Saison 2013-2014. Zwei Mini-Tin-Dosen dort enthalten sind jeweils 23 Karten und halt eine Karte in limitierter Auflage. Das heißt, wir werden heute zweimal eine limitierte Auflage sehen, aber ich denke mal, dass es da definitiv die gleiche drin ist. Okay, ich denke mal nicht. Es ist einfach so. Es ist zweimal die gleiche limitierte Auflage drin, aber die Powerkarten sind immer unterschiedlich. Also ich freue mich schon drauf. Auf jeden Fall ist das ganze Video wieder so ein wenig gesponsert vom YouTube-Kanal Top Trading Cards vom lieben Jonas und vom lieben Thilo. Das TTC-Logo werde ich euch hier oben links wieder mal in die Ecke ballern, da könnt ihr raufklicken und gelangt sofort zum Top Trading Cards Kanal. Des Weiteren haben sie natürlich noch einen eBay Shops, einmal Jonas Sammelecke, Top Trading Cards und so weiter. Wenn ihr mal dort was bestellen wollt, Displays, Tindosen, Starter Packs und so weiter, einzelne Karten bieten sie auch an, die beiden Jungs. Könnt ihr einfach mal unten in der Videobeschreibung die Beschreibung halt auschecken, da findet ihr alle Links und gelangt halt auch sofort zu den eBay Shops und so weiter. Einfach mal da durch schnürkern und da ist garantiert was für euch dabei, also schaut da unbedingt mal vorbei. Auf jeden Fall werde ich jetzt einfach mal die erste Tin-Dose öffnen. Hier, zack, wen haben wir da vorne drauf, kann ich auch nochmal kurz sagen. Zieler, Max Kruse, Ribéry, Boateng, Ibisevic und Nils Petersen. Und ich brauche natürlich wieder meine Schere, sonst kriege ich die Tin-Dose nicht auf. Ein Cuttermesser oder sowas wäre natürlich noch besser. Aber so geht's auch, so geht's auch. So geht's natürlich auch. So, ziehen wir die Folie hier ab. Und dann bin ich gespannt, welche Karten wir jetzt hier drin haben. Welche Powerkarten und so weiter. Vielleicht kann ich ja den 526er auspacken. Nee, Spaß beiseite. So, Tindose kann wieder zugemacht werden. Hier haben wir die limitierte Karte schon mal. Das Bundesliga-Logo. L23 limitierte Auflage. Aber wir fangen definitiv hier von hinten an. So, da haben wir als erste Karte Torhüter von Nürnberg, müsste Raphael Schäfer sein. Und es ist hier Raphael Schäfer als Kapitänskarte. Alles klar, packen wir mal hier hin. Weiter geht's hier, Torhüter von Freiburg. Da haben wir Alexander Schwolow als Wookie. Angreifer von Augsburg, Dong Won Ji, neuer Transfer. Hannover Verteidiger Sebastian Pococnoli, Hannover 96. Der spielt jetzt aktuell in der Barclays Premier League, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. Nächste Karte, Simon Rolfes, Kapitän von Leverkusen. Abwehrspieler von Hertha BSC, John Anthony Brooks als Rookie. Sehr schön. Mainz 05 Verteidiger Park Jo-Hu. Ich hoffe mal, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Dann hier von Ingolstadt ein Mittelfeldspieler. Tamas Heinal, der hat da früher auch in der Bundesliga, also in der ersten Bundesliga gespielt. Hier, wo hat er gespielt? Hannover? Kann das sein? Ich glaube schon, Hannover war es. Als Fan-Favorite hier, Heinal. Ne, und bei Dortmund hat er auch gespielt, glaube ich. Ich glaube, bei Dortmund hat er auch gespielt. Johannes Vandenberg, Hertha, Mittelfeldspieler Dortmund. Sebastian Kehl, Kapitän. Auch eine richtig gute Karte, beziehungsweise ein richtig guter Fußballer. Muss ich sagen, ich kann mich nur an seinen Sonntagsschuss erinnern. Ich weiß nicht, gegen wen es war. Auf jeden Fall, Kehl macht ja eigentlich fast nie Tore und dann packt er mal so einen Longshot aus, Leute. Der war wirklich richtig herrlich. Weiter geht's dann hier mit einer Puzzleteilkarte vom Magitex-Logo. Mittelfeld Schalke, Dennis Aogo. Gefolgt von Mittelfeld Gladbach, Christoph Kramer. Ah ja, ja, hier sieht er ein wenig aus wie bei der WM 2014, wo er den Ball an den Kopf bekommen hat. Oder war es ein Ball? Nee, das war hier. Halt, ihr wisst schon, was ich meine. Wo halt er ausgeschaltet war. Kaan Ayan, Wookie von Schalke. Abwehr, Mainz. Stefan Bell. Angriff, Greuther Fürth. Niklas Füllkrug als Fan-Favorite. Haben wir hier noch ein paar Base-Karten, 4 Stück insgesamt noch. Und dann kommen wir weiter zu den Power-Karten. Clemens Fritz, Kapitän. Abwehr, Bremen, Santiago Garcia, Mittelfeld Bremen. Junge, 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 was ist hier mit den Bremern los? Ludovic Opraniak, neuer Transfer. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Abwehrspieler von Hoffenheim, Fabian Johnson. Dann haben wir hier noch einmal die
Spielregeln, nee, nicht Spielregeln, irgend so ein Informationsblättchen, wann hier die Top-Stores und so weiter, aber die sind jetzt eh abgelaufen, ist ja die 13, 14er Saison. Dann haben wir noch drei Powerkarten. Eine Powerkarte davon kennen wir schon, nämlich diese hier. Die limitierte Karte von der vom Bundesliga-Logo L23. Okay, können wir mal hier daneben packen und dann geht's weiter mit Dortmund Mittelfeld. Da haben wir Marco Reus als Fan-Favorite. Sehr nice. Können wir da hinpacken und dann haben wir noch einen Matchwinner wahrscheinlich. Angriff Hamburg. Wer kann das sein? Lasogga? Son? Lasogga? Lasogga Hattrick hält sogar. Richtig nice. Pierre-Michel Lasogga als Hattrick hält. Marktwert 11 Millionen. Richtig nice. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hier noch zu der anderen Tintendose. Die Karten kann ich einfach mal hier so packen. Zack. Lege ich mal hier die ganze Zeit hin. Hier haben wir noch die andere Tindose. Machen wir das Dingchen wieder ab. Und die Tindose müssen wir wieder öffnen hier. Na, ist jetzt, ein bisschen offen. So. Dann mache ich das halt so. Upsala, vielleicht habt ihr in den Skype-Nachrichten-Sound eben gehört. Weiß ich gerade nicht, ob man den verstehen konnte, aber ich glaube schon. Meine Lautsprecher sind relativ laut jetzt hier gerade eingestellt. Magitex Extra, zweite Mini-Tindose. Wir öffnen sie und tada, es starrt uns wieder hier das Bundesliga-Logo an. Tindose mache ich wieder zu. Diesmal lasse ich sie hier in der Mitte liegen. So, Karten können wir rausnehmen. Und dann geht's wieder von hinten los hier. Freiburg Mittelfeld. Wladimir Darida. Erste Basekarte Abwehr Augsburg. Paul Ferreck als Kapitänskarte. Dann hier wieder ein Puzzleteil. Hier mit Timo Werner und Klaas-Jan Huntelaar. Kartennummer 439. Mittelfeld Hannover 96. André Hoffmann als Rookie. Abwehr Leverkusen. Donati, der Außenverteidiger hier von Leverkusen 68, Abwehr, Köln Angriff. Es ist Patrick Helmes hier als Fan-Favorite. Sein voriger Verein war Leverkusen? Leverkusen, oder? Ich glaube schon. Mittelfeld Hertha haben wir Fabian Lustenberger. Kapitänkarte hier, Marktwert 8 Millionen. Torhüter von Stuttgart, Ulreich? Nee. Oh, Thorsten Kirschbaum. Alles klar, Thorsten Kirschbaum. Kevin De Bruyne, neuer Transfer. Und heutzutage ist er ein richtig guter Fußballspieler. War in der Saison 13-14 noch nicht so ein Talent, sage ich mal, wie aktuell. Also aktuell wird er ja richtig gehypt, gepusht und so weiter. Dresden-Deuter. Benjamin Kürsten, also definitiv zu Recht gepusht. Ist ein richtig guter Mann, der KDB da, Karim Bellarabi von Eintracht Braunschweig, jetzt ja bei Leverkusen, Julian Korb, Gladbach, Angreifer Ahlen, Robert Lechleiter, Fan-Favorite, Angriff von Hamburg, Pierre-Michel Lasogga, den hatten wir eben als Hattrick-Held drin. Ich bin schon gespannt, welche Powerkarten wir jetzt gleich ziehen. Lukas Rupp, Gladbach, Tranquilo Banetta, Eintracht Frankfurt, egal wie nett du an der Bar bist, Tranquilo ist Banetta. Lustig. Ja. St. Pauli, Mittelfeld. Fabian Boll, Fan-Favorite. Augsburg, ach Augsburg. Erzgebirge Aue, Angreifer. Jakob Silvestre, Fan-Favorite. Abwehr, Hoffenheim. Jeremy Teuchern, Wookie. Und zuletzt haben wir noch den Keeper von Bremen, Raphael Wolf. Und dann haben wir hier wieder die drei Powerkarten und einmal die Spielregeln. Und dann fangen wir wieder mit der limitierten Karte an hier. Das Bundesliga-Logo L23. Sehr nice natürlich. Packen wir hier rauf. Dann geht's weiter mit einer Schalke-Legende, oder? Oder? Ein Fan-Favorite. Okay, die Legenden waren ja eine Saison davor. Das heißt, Fan-Favorite hier, die goldenen Karten. Zuvor gab es ja hier Saison 12, 13 gab es ja Legendenkarten. Die Serie habe ich richtig gefeiert. Kevin Prinz, Boateng, Schalke 04 als erste Powerkarte und die zweite Powerkarte, Mainz 05 Angriff, ist es Shinji Iwasaki? Es ist Shinji
Okazaki, einer meiner Lieblingsstürmer in FIFA 15, muss ich einfach mal raushauen, Leute. Shinji Okazaki, Kaufempfehlung pur. Wahrscheinlich einige werden jetzt hier den Kopf verdrehen oder sowas, wie ich mit Okazaki spielen kann. Der hat keine 4 Sterne und so weiter, aber wir sind jetzt hier auf dem Kartenkanal, da möchte ich jetzt hier nicht so viel über FIFA reden. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir hatten hier richtig coole Karten drin. Die Powerkarten mache ich mal. So. Alles Ordnung. Ordnung ist die halbe Miete. Wunderbar. Auf jeden Fall bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Ich bedanke mich natürlich nochmal hier beim YouTube-Channel Top Trading Cards. Ich bedanke mich bei Tilo und bei Jonas für die Sachen. Und dann checkt auf jeden Fall mal die Kanäle, den Kanal ab und die eBay Shop, so habe ich es hier richtig gesagt. Die Links natürlich unten in der Videobeschreibung oder hier oben jetzt nochmal am Ende des Videos. TTC-Logo, klickt drauf, Leute, gönnt euch den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, euer Pex und Leute, das raus. Tschüssikowski und ciao.